Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe Rette sich, wer kann. Nie war es so treffend wie im Moment, bei uns zu Hause zumindest. Homeschooling, Homeworking, Homesitting, man wird fast verrückt. Deswegen habe ich heute mal was für dich im Gepäck. Eine ganz, ganz kleine und kurze Sequenz, wie du im Nu wieder neue Kraft auftankst, den ganzen Körper einmal durchstreckst und wieder in deine Kraft und Energie kommst. Und dich vom Nervenzusammenbruch bewahrst. Atme ganz tief in den Bauch, leg dich auf den Rücken, in die Rückenentspannungslage, Füße hüftbreit auseinander. Leg gerne die Hände auf deinen Bauch und atme wirklich tief in den Bauch. Der Bauch hebt sich. Ausatmen, senkt sich der Bauch wieder. Atme 3 bis 4 Sekunden ein, der Bauch hebt sich. Ausatmen, senkt sich der Bauch. Und jetzt streck einmal die Arme nach ganz oben, mach dich ganz, ganz lang. Und jetzt zieh jeweils den rechten Arm nach oben und schieb den linken Fuß weit nach unten. Also immer entgegengesetzt. Mach dich entgegengesetzt hier ganz, ganz lang. Und dann bring die Arme wieder über die Seite neben deinen Körper. Jetzt stell den rechten Fuß auf dein linkes Knie. Vorsicht bei Knieproblemen, die Arme ausgebreitet auf Hüfthöhe. Jetzt komm mit dem Knie nach links. Die Schultern bleiben dabei auf dem Boden im Krokodil. Der Kopf geht nach rechts. Atme tief in den Bauch oder stell dir vor, in die Länge der Wirbelsäule zu atmen. Mit jeder Ausatmung lasse etwas mehr los. Das Krokodil toll, generell bei Rückenproblemen, Rückenbeschwerden. Kannst du es regelmäßig machen und es wird dir immer und immer besser gehen. Und zur anderen Seite machen wir das Ganze auf, bringen den linken Fuß jetzt auf das rechte Knie und dann komm über die rechte Seite. Der Blick geht nach links. Atme wieder tief in den Bauch. Stell dir wieder vor, du würdest in die Länge der Wirbelsäule atmen. Und mit jeder Ausatmung lasse etwas mehr los. Atmung wieder zurück zur Mitte. Streck das Bein gerade durch. Spür nochmal in den Bauch. Einatmend hebt sich der Bauch. Ausatmend, lass los, was du nicht mehr gebrauchen kannst. Gib den Ballast an den Boden ab. Alle schlechten Gefühle von heute, lass sie einfach im Boden versickern und nimm sie nicht wieder mit aus diesem Raum, sondern lass sie einfach hier. Dann winkle beide Knie an und schaukel. Einmal etwas auf dem Rücken, bis du dann beim dritten Mal auf zum Sitzen kommst. Setz dich in einen Sitz deiner Wahl, den Schneidersitz oder aber auch den halben Lotus, ganz so, wie es für dich bequem ist. Setze dich hin. Wichtig ist, dass du mit aufgerichtetem Rücken sitzt. Du kannst dich auch auf einen Stuhl setzen, dann vorn an die Kante. Arme hoch mit der Einatmung und dann dreh den Oberkörper nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zurück zur Mitte. Dann senke die Hände. Einatmend nach oben. Ausatmend. Die Hände nach unten bringen. Noch einmal atme ein, lade dich auf und atme durch den Mund aus. Einatmen. Bring die Arme jetzt in V-Stellung, in V-Position und halte sie hier. Spüre die Kraft des oberen Rückens, die Kraft deiner Arme. Und stell dir vor, deine Arme wären Antennen, die dich jetzt hier nochmal mit Energie aufladen. Kurz vor Abschaltung des Geräts, Mutter, wird das Gerät schnell nochmal an den Strom gehängt. So war es bei mir heute Abend zumindest.
wenn die Warnung kommt, nur noch 3% Akku. Und mit der Ausatmung bring die Hände nach unten. Halte kurz inne, noch einmal einatmend hoch. Und dann die Handflächen zusammenbringen. Dreh die Handflächen nach außen und bring die Arme neben den Körper. Dann verschränk die Hände hinter dem Rücken und beuge dich, soweit es geht, mit geradem Rücken, mit dem Oberkörper nach vorn und zieh die Hände hinten hoch, also hebe die Arme an. Versuch den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu lassen. Einatmen, komme wieder hoch zur Mitte zurück. Spüre kurz nach in den oberen Rückenbereich. Wie fühlt er sich jetzt an? Dann hebe den rechten Arm an, winkel ihn an und mit der linken Hand zieh den Arm am Ellbogen, drück ihn leicht nach unten. Einatmen, mal lang machen, hoch machen. Jetzt zur anderen Seite. Und atme hier immer weiter tief in den Bauch. Hände nochmal nach oben. Gib die Handflächen nach außen. Jetzt dreh dich über die rechte Seite. Die linke Hand an der Außenseite des rechten Oberschenkels, die rechte Hand hinter dir am Gesäß abgestellt, der Rücken ganz gerade, mit jeder tiefen Einatmung. Mach dich nochmal lang und mit jeder Ausatmung lass ein Stück weiter los. Einatmen, komm zur Mitte zurück. Ausatmen, komme über die andere Seite. Die rechte Schulter zieht etwas nach vorn, die linke geht nach hinten. Und atme wieder tief und gleichmäßig. Dann komm einatmend wieder zurück zur Mitte. Senke langsam die Hände. Die Hände auf den Oberschenkeln ab und jetzt spüre einmal nach, wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu vorher? Bei jeder Atmung nimm bewusst wahr, wie du neue Energie und neuen Sauerstoff einatmest und wie du ausatmest, nochmal alles loslässt, was dich vielleicht noch belastet. Du machst einen tollen Job aktuell. Du hast dir jeden Tag eine kleine Auszeit verdient. Nutze sie. Und jederzeit kannst du hierher zurückkehren und dich aufladen. Ich bedanke mich bei dir für deine Neugier und dein Interesse. Und dass wir hier zusammengesessen haben. Schreib gern in die Kommentare, ob du dir mehr davon wünschst und wie es dir gefallen hat. Und wisse, immer wenn es so aussieht, als hättest du gar keinen Akku mehr, dann kehre hierhin zurück und lade einfach deine Akkus wieder auf. So einfach ist das. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder Abend. Bleib gesund. Bis ganz bald.